Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann möchtest du wahrscheinlich wissen, wie ich Gyoza zubereite. Nach dem Trailer erzähle ich dir, wie das funktioniert. Teigtaschen findet man mittlerweile auf der ganzen Welt. Ja? Ob es bei uns ist, hier in Deutschland, wo es Maultaschen gibt, oder die Tortellini oder Ravioli aus Italien, ja? Oder vielleicht auch Shumai, die man in China isst. Ja? So sind Gyoza bzw. Jiaozi so das Aushängeschild der japanischen Teigtasche. Das Coole an der Gyoza ist nämlich, dass sie gebraten wird. Ja? Die bekommt leichte Röstaromen, am Ende wird die auch noch so ein bisschen gedämpft. Ja? Das ist so eine Mischung eigentlich. Dann hast du eine coole, leckere Teigtasche mit einer unglaublich leckeren Füllung. Du hast Röstaromen, du hast Crunch, du hast eine schöne Mischung der verschiedenen Texturen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal. Ich habe hier eine Wokpfanne aufgestellt und ich mag es gerne so, dass ich Chinakohl mit Hackfleisch mische. Ich ziehe den Chinakohl allerdings vorher ein bisschen an. Erstmal bekomme ich dann auch noch von innen ein paar Röstaromen mit da dran. Und ich verliere so ein bisschen das Wasser aus dem Chinakohl. Ja, das heißt, einmal schön durchsortieren, Röstaromen ran, ein bisschen anwürzen, ja, und dann können wir gleich schon mal die Füllung fertig machen. Ich habe hier letztes Mal noch von einem Bratgericht habe ich noch ein bisschen Chinakohl über. Den Strunk lasse ich dran, denn der hält hier meinen Kohl zusammen. Und dann schneide ich einfach ganz dünne Streifen hier runter. Ihr könnt auch hinten das Weiße mitnehmen. Ja, das ist schön crunchy und das ist so ein bisschen knackig und das ist cool. Also nehmt das ruhig mit. Es sind immer ganz viele Leute, die nehmen das immer, schneiden das raus oder zu großzügig raus. Ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung. Ja, also nehmt das ruhig mit. Und jetzt habe ich hier meine Wokpfanne und gebe da jetzt ein bisschen Fett rein. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen Sesamöl. Ja, geröstetes Sesamöl nehme ich eigentlich nur zum Affinieren, ja, oder zum Marinieren, passt aber hier ganz gut. So ein Esslöffel, das reicht schon. So, das Öl wird langsam heiß. Ich gebe schon mal den Kohl bei uns in die Wokpfanne rein. Und ich mache jetzt erstmal die Füllung. Und dafür habe ich hier Hackfleisch. Und zwar vom Schwein. Ihr könnt auch welche vom Rind nehmen oder vom Hähnchen nehmen. Das müsst ihr allerdings selber machen. Ich finde es immer wichtig, dass man Hackfleisch nimmt, das auch einen gewissen Fettanteil hat, weil ihr dann einfach eine schöne Saftigkeit habt. Ja? Das ist einfach schöner, wenn ihr drauf beißt und ihr habt so ein volles Mundgefühl. So, einmal scharf anbraten den Kohl. Ja, jetzt gehe ich mit der Temperatur ein bisschen runter. Unser Hackfleisch, das würzen wir jetzt und das ist eigentlich auch ganz easy. Ich habe hier ein bisschen Misopaste. Ja, das ist so eine hellere Misopaste, das heißt, die ist nicht so lange reif. Und da kommt noch eine kleine Prise Zucker zu. Denn ich finde immer, Salz und Zucker passt immer ganz gut, auch wenn ich jetzt gleich mit dem Kohl arbeite. Ja, ich finde immer so Zucker holt auch immer ein bisschen den Eigengeschmack vom Gemüse raus. Und dann habe ich hier eine Lauchzwiebel. Und die schneide ich mir ganz fein hier runter. Ich finde immer so eine Lauchzwiebel, die gibt immer so einen schönen frischen Kick. Ja? So ein bisschen frischen Geschmack. Und ist jetzt kein Muss, ne? Ihr müsst jetzt keine Lauchzwiebel nehmen. Aber ich finde es immer ganz lecker eigentlich. Und das reicht mir auch schon. Und weil ich ja eine feinere Masse haben möchte, hacke ich das hier nochmal ein bisschen durch. So, und das gebe ich einfach mit hier zu. Das ist okay. Und wichtig ist eben, dass wir in unserer Füllung diesen Umami-Geschmack drin haben. Ja? Das haben wir jetzt mit der Misopaste gemacht. Misopaste besteht letztendlich aus fermentierten Sojabohnen und wenn du gerne mal selber zu Hause Misopaste ansetzen möchtest, in meinem Buch zeige ich dir, wie das geht und da zeige ich dir auch noch ganz viele andere Sachen. Ja? Da zeige ich dir, wie man coole Gewürzmischungen macht, wie man coole Curries kocht. Da sind jede Menge coole Rezepte aus der asiatischen Küche drin. Wenn du einfach mal reingucken möchtest ins Buch, da unten ist ein Link, da kannst du drauf gehen, da kannst du mal ins Buch reingucken, da gibt es noch ein kleines Video zu. Der Kohl hat jetzt Farbe angenommen, ja? Das heißt, ich habe jetzt hier ein paar Röstaromen. Ich gebe jetzt noch eine kleine Prise Salz dazu. Und auch da, ja, ein bisschen sparsam, weil die Misopaste, die ich hier habe, die ist schon recht salzig. Und jetzt lasse ich die Kohl erstmal ein bisschen auskühlen. Währenddessen kümmere ich mich hier weiter um meine Füllung für die Gyoza. Ich habe hier für unsere Gyoza-Füllung Knoblauch geschält und habe mir ein paar Scheiben runtergeschnitten und den hacke ich jetzt schon mal so ein bisschen an. Nur ein bisschen, denn da gesellt sich jetzt nämlich noch der Ingwer zu. Den schäle ich mal eben. Ich schneide mir dafür immer so ein paar Scheiben ab, ja, oder eine dicke Scheibe ab beim Ingwer. Und dann kannst du die so cool drehen. Das ist immer ganz einfach. Und dann machen wir hier quasi dasselbe, schneiden hier so ein paar Scheiben runter. So, und dann packe ich mir das hier zusammen und hack das richtig schön durch. So, das kommt mit hier rein.
Der Kohl ist mittlerweile ausgekühlt und die Pfanne, die ist auch. Da ist kaum noch Hitze drauf und jetzt nehme ich mir einfach hier meine Masse und packe mir die hier rein. Denn ich habe hier mehr Platz zum Kneten, das ist ganz cool. Jetzt verknete ich das alles. Ja. Den Teig, den habe ich jetzt so fertig gekauft, ja. Du kannst den auch selber machen. Da müsstest du mit einer Art Kanzuri-Wasser arbeiten. Das ist jetzt auch nicht problematisch. Dann wird der Teig alkalisch. Das ist halt das, was ich so cool finde. Ja, so ein bisschen mehr Chui, ein bisschen mehr Biss, ein bisschen tiefere Farbe. Ich zeige euch jetzt, wie man die füllt. Das ist nämlich recht einfach eigentlich, ja. Ich arbeite auch hier mit den Fingern. Ja, guckt, dass ihr einmal eure Flossen gewaschen habt. Ne? Das ist immer wichtig. Dann nehme ich mir hier so ein bisschen was von der Füllung. Hier habe ich Wasser, kaltes Wasser. Einmal die Hälfte verkleben. Und dann mache ich die mal erst oben zu, ja, wie so eine Handtasche. Und dann gehe ich einmal zur einen Seite runter und klebe das zu. Und dann mache ich das hier noch auf der anderen Seite. Und guckt auch, das ist immer ganz wichtig, ja. Guckt mal, dass ihr nicht so viel Luft da drin habt. Ja? Weil Luft ist immer, wenn ihr Luft in der Teigtasche habt, dann habt ihr immer das Risiko, dass die irgendwann aufgehen und platzen. Das ist dann eben auch doof. Ne? Aber so passt das schon. Ja, das ist ganz cool. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Teigtaschen. So, jetzt fange ich mal an, die Gyoza zu braten. Das ist eigentlich weniger tricky, aber ich habe da noch ein paar ganz coole Hacks. Ja, und wie das jetzt funktioniert? Pfanne. Ich gehe auch hier so auf mittlere Temperatur und was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Deckel. Ja, das ist jetzt nicht ganz unwichtig. Warum? Klar, braten wir die erstmal. Ja, ich gieße die aber gleich mit ein bisschen Flüssigkeit auf und dann mache ich einen Deckel drauf und dann dämpfen die noch zu Ende. Ja. Ich habe natürlich jetzt hier richtig Tinef gebaut. Ne? Ich habe einfach nicht den passenden Deckel zum Wok mitgenommen. Ich habe mich vergriffen. Aber er deckt trotzdem die Gyoza ab und das ist erstmal das, was wir brauchen, ja? So, ich gebe das Öl mal in die Pfanne, nicht zu viel. So, schaut mal, dass die Pfanne heiß genug ist, wir wollen about 160, 180 Grad. Da könnt ihr auch immer testen, natürlich jetzt nicht mit Fingern, ne? Aber ich habe hier noch ein bisschen Mehl, was ich gleich brauche. Dann kannst du so zwei, drei Krümel reinwerfen und dann sieht man, dass das hier anfängt zu schäumen und dann passt das. Und dann nehme ich jetzt meine Taschen. Nicht schön, aber selten. Und damit gewinne ich jetzt keinen Preis. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das gelungen ist, ob ihr schon mal Teigtaschen gemacht habt, ob ihr schon mal Gyoza gemacht habt. Und dann würde mich das interessieren, wie die geschmeckt haben, welche Zutaten ihr genommen habt. Und was ich auch cool fände, ist, wenn ihr mir einfach mal unten reinschreibt, was ihr mal für ein Video sehen wollt. Welches Gericht findet ihr cool? Was würdet ihr gerne mal mitkochen? Was soll ich euch mal vorkochen? So, ich habe jetzt nicht so viel Platz hier drin, deswegen mache ich jetzt erstmal nur so 5 Stück hier rein. So, und dann könnt ihr mit Hilfe von einem Pfannenwender und einem Löffel könnt ihr die schon mal umdrehen. Richtig cool, guck mal, was die für eine schöne Farbe haben. Das ist halt Wahnsinn, ne? Richtig schön goldbraun, das ist das, was wir haben wollen. Jetzt haben wir die Röstaromen von innen, vom Kohl. Dann haben wir die nochmal von außen, weil wir die jetzt angebraten haben. Und jetzt gleich werden die noch fertig gegart und dann ist das am Ende ein richtig cooles Spiel der Texturen. Und vom Geschmack her ist es einfach nur lecker. So, und jetzt kommt ein ganz cooler Hack, ja? Und zwar müssen wir die jetzt gleich garen, ja? Das heißt, wir haben die jetzt angeröstet und jetzt wollen wir die garen. Und das heißt, ich gieße jetzt gleich mit ein bisschen Flüssigkeit auf, ja? Seid da wirklich vorsichtig, weil wir haben hier mit Fett gearbeitet, ja? Das heißt, wenn ihr die anbratet in ganz, ganz wenig Fett, ja? Und jetzt gleich zum Ablöschen ein bisschen Wasser nehmen, vorsichtig arbeiten. Heißes Fett und Wasser ist keine gute Kombination, das wird auf jeden Fall ein bisschen spritzen. Und hier habe ich ein bisschen Mehl. Das ist ganz normales Weizenmehl. Und da gebe ich jetzt ein bisschen Wasser rein. Und dann rühre ich das ein bisschen um. Und jetzt brauche ich gar nicht so viel Flüssigkeit, ja. Ich gehe jetzt hier mit der Temperatur ein bisschen runter und dann gebe ich hier von unserem Wasser drei Löffel drüber, Deckel drauf, Temperatur runterstellen und einfach nur braten lassen. Unsere Teigtaschen sind jetzt fertig. Ich hole meinen Teller vor. So, und wenn ihr gründlich gearbeitet habt, ja, dann können wir jetzt die Gyoza anrichten. Und warum ich da jetzt Mehl drauf gemacht habe, das seht ihr jetzt. Denn hier ist keine Flüssigkeit mehr drin, ja. Trotzdem seid vorsichtig. Hand nehmen, Deckel. Einmal umdrehen. Pfanne hoch. Und guckt euch das mal an.
Ist das nicht geil? Seht ihr diese Teigflügel hier? Ja? Und jetzt geben wir unsere Gyoza einfach so hier drauf. Und guck mal, das ist das Coole. Ihr habt jetzt hier diese Teigflügel. Seht ihr das? Und das ist das, was so geil ist. Das ist so, du beißt hier rein, ja, du hast diese saftige Füllung und dann hast du hier diesen Crunch und diesen Crisp und das ist unglaublich lecker. So, dazu gibt es einfach ein bisschen Sojasauce und mehr braucht es eigentlich nicht. Und guckt euch das mal an. Sieht das nicht geil aus für Teigtaschen? Und wenn du authentisch japanisch essen gehst, dann gibt es da ein extra Gerät für, womit diese Gyoza hergestellt werden. Und dann bekommst du auch diese knusprigen Flügel hin. Ja? Und das ist, was wir wollen. Wir haben verschiedene Texturen, wir haben Crunch. Und so sind unsere Teigtaschen fertig. Wenn du jetzt Bock hast, mehr zu erfahren über die asiatische Küche, würde es mich freuen, wenn du mal unten in die Beschreibung guckst. Da gibt es den Link zu meinem Blog, da wirst du auch das Rezept finden. Da gibt es den Link zu meinem Buch. Einfach mal draufklicken, kannst du reingucken. Wenn dich das Studio interessiert, ja, und das, was wir hier alles machen und so, da unten ist noch ein Link, da geht es zu dem Studio. Und ich kann euch nur empfehlen, das ist richtig cool hier, das alles einfach mal zu machen, zu kochen, sich die Zeit zu nehmen und das mal zu produzieren. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, ja, wenn du den Kanal abonnierst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.